Guten Abend und willkommen zu Spiegel TV aus Hamburg. Nun ist es wieder passiert. Wieder ein Landtag, in dem die AfD in Zukunft mit von der Partie ist. Damit haben die Wähler in Niedersachsen, wenn auch knapp, der Partei ihr Vertrauen geschenkt. Das ist verwunderlich, denn wenn man sich die dortigen AfD-Vertreter näher anschaut, dann sollte man ihnen lieber eine Gruppentherapie schenken. In keinem anderen Landesverband wurde so viel gestritten und sabotiert wie in Niedersachsen. Andreas Dieste und Caroline Schiemann über Hauen und Stechen von Hampel und Co. Intrigen, Lügen, Machtkämpfe. All das beherrscht die AfD Niedersachsen ebenso gut wie die Partei im Bund. Mindestens. Heute hat sie es in den Landtag geschafft. Fast eine Überraschung bei den Querelen und Affären, die die Rechtspopulisten bislang lieferten. Was geben Sie den Kollegen hier in Niedersachsen mit auf den Weg für die nächsten Tage noch? Einigkeit macht stark. Ist das das besondere Motto für Niedersachsen hier, die AfD? Das ist ein berühmtes Motto aus Wilhelm Tell. Ein frommer Wunsch. Denn in der Landes-AfD knallt es seit Monaten gehörig. Anzeigen, Angriffe, Streit. Zuverlässig zerlegten sich die Rechtspopulisten selbst und lieferten Schlagzeilen. Im Mittelpunkt der eigene Landeschef Armin Paul Hampel. Lars Seemann gehört zu seinen Kritikern. Der AfD-Mann ist Polizist, kennt seine Pappenheimer. Jeder, der in seinem Beruf lange arbeitet, erkennt seine Schweine irgendwann am Gang. Und ich habe Herrn Hampel sehr frühzeitig im Streifenwagen mir vorgestellt, aber ganz sicher nicht auf dem Beifahrersitz. Hampel war früher mal ARD-Journalist, jetzt sitzt er für die AfD im neuen Bundestag. Seine Gegner werfen ihm einen Hang zur Selbstherrlichkeit vor. Beispiel Dana Gut. Als der Landesverband sie gegen seinen Willen zur Spitzenfrau für die Landtagswahl macht, erklärt Hampel kurzerhand, seine Wunschkandidatin sei sie nicht. Ein offener Affront, trotz anderslautender Bekundungen. Wenn eine Spitzenkandidatin gewählt wird, dann ist sie unsere Spitzenkandidatin, wie übrigens bei all den anderen auch, und dann bekommt sie unsere volle Unterstützung, hat sie übrigens auch. Und der Landesvorsitzende sagt trotzdem vor laufender Kamera, sie ist nicht so unbedingt die Wunschkandidatin. Das ist eher ungewöhnlich. Ich habe das damals nach der Wahl gesagt, nö, ich habe gesagt, man muss ehrlich bleiben. Das wäre doch verlogen, wenn ich sagen würde, ja, wir waren von Anfang an voll. Aber nein, es gab auch andere Kandidaten. Mehrmals gab es aus den eigenen Reihen Strafanzeigen gegen Hampel. Bis Freitag liefen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Es ging um Betrugsvorwürfe. Torben Frese ist Vorsitzender der AfD Osterholz-Verden. Er gehört zu den Rebellen. So werden die parteiintern genannt, die sich gegen Hampel stellen. Dürfte ich Sie informieren über das Wahlprogramm der Alternative für Deutschland? Ganz bestimmt für Sie. Über Sie brauchen Sie mich nicht zu informieren. Kann ich Sie interessieren für ein Programm der Alternative für Deutschland für die Landtagswahl am Sonntag? Lass mal mitnehmen. Zu Hause in Ruhe studieren. Aus Sicht seiner Gegner geht es dem Landeschef vor allem um eines, ein gut dotiertes Mandat. Herr Hampel orientiert sich eher, nach unserer Auffassung, eher in Richtung Bundesebene, in Richtung Bundestag, in Richtung Bundestagsmandat und hat seine Aufgaben, das ist der Kernvorwurf hier, im Grunde genommen vernachlässigt. Verfolgt stark Eigeninteressen. Das Hampel-Lager geht mit Gegnern nicht gerade zimperlich um. Eine E-Mail über Frese etwa trägt den Betreff Trappenjagd. Dort heißt es, Zitat, ich gedenke jetzt das Thema Torben Frese zu beenden. In der Jägersprache Karnickelfangschlag. Es geht auch darum, dass die E-Mail zum Inhalt hat, dass Parteifreunde aufgrund abweichender Meinungen verfolgt werden sollen und dass sie im Grunde genommen aus der Partei gedrängt werden sollen. Das halte ich also für keinen gangbaren Weg bei Meinungsverschiedenheiten. Dem AfDler Lars Seemann wurde in parteiinternen Rundmails vorgeworfen, ein Spitzel des LKA zu sein. Zuvor hatte er offen Kritik am Landesvorstand geübt. Es sind diverse Kreisverbände von ihm aufgelöst worden, neu besetzt worden, umstrukturiert worden, auseinanderdividiert worden, immer so, wie es gerade passte. Also wenn es aus irgendeiner Ecke Kritik gab, dann kam sofort die Kavallerie, hat man das genannt, eingeritten mit Herrn Hampel. Und er hat dann sein rednerisches Talent ausgenutzt, um dort für Verhältnisse in seinem Sinne zu sorgen. Machtkämpfe auf allen Ebenen. Auch die AfD-Spitzenkandidatin für den Landtag, Dana Gut, sorgte zuletzt für Schlagzeilen. Die eigenen Parteifreunde hatten sie aus ihrer Kreistagsfraktion geworfen. Gerichtlich klagte sie sich wieder hinein. Persönliche kleine Intrigenspielchen sind unschön, aber werden uns in unserer politischen Arbeit nicht beirren. Woran liegt das? Also wie ist es so weit gekommen? Ich meine, Sie haben ja zusammengearbeitet. Da müssten Sie die Herrschaften selber fragen. Woran es liegt, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es unschön, aber nichts, was mich jetzt beeindruckt. Eine dieser Herrschaften ist Gabi Kästen.
Sie sitzt mit Dana Gut für die AfD im Göttinger Kreistag. Bei der heutigen Wahl war sie als Direktkandidatin chancenlos. Ja, wir drehen mal noch ein bisschen. Wohin? Zu dir nach links. Zu mir nach links? Ja. Ja, so. Zum Rauswurf ihrer Parteikollegin will sie sich lieber nicht so detailliert äußern. Dieses Miteinander ist etwas schwierig, vorsichtig angedeutet. Und auch die, wie es eigentlich mit der Fraktion und so weiter, also wie es eigentlich im Grunde genommen nach der Landtagswahl weitergeht. Ja, also es ist nicht so ganz einfach. Wir sind halt einfach noch zu wenig Leute. Und wir sind auch nur zu dritt in der Fraktion. Und das ist manches Mal dann halt auch ein bisschen problematisch. Intrigen, Machtkämpfe, Zoff. Selbst den Einzug in den Landtag feiern die zerstrittenen AfDler in Niedersachsen heute Abend lieber auf getrennten Partys.